halbe Show. Kleinen Tick später heute zugegeben. Danke sehr, sehr freundlich. Wir sind ein bisschen später. Aber sehen wir das Positive. Dafür sind wir zurück aus der Sommerpause. Und wenn ich so überlege, hat sich ja, seit wir in die Pause gegangen sind, also seit Juni, einiges geändert in Deutschland. Zum Beispiel, wussten Sie das, sind wir jetzt ganz offiziell chinesische Kolonie, meine Damen und Herren. Ja. Heil den neuen Machthabern. Ja. Angela Merkel und ihre Minister sind gerade schon wieder auf großer Arschkriechtour in China. Und die Chinesen sollen den Euro retten. Bitte, bitte, bitte. Und das Tolle an den Chinesen ist, die verlangen ja keine Gegenleistung dafür. Ja, das sind einfach gute Menschen, meine Damen und Herren. Allerdings sagen sie uns inzwischen klipp und klar, wo es lang geht. Hier, achten Sie jetzt bitte mal auf die doch relativ devote Reaktion unserer Kanzlerin. Die Euro-Krise hat sich verschlimmert. Ich muss ehrlich bleiben, bei der Umsetzung der Rettungsmaßnahmen wird nicht zügig genug vorangekommen. Sie haben völlig recht. Wir können es einfach nicht. Sagen Sie uns einfach, was wir machen sollen. Andere Chinesen, das finde ich wiederum im Kontrast ganz ulkig, andere Chinesen trauen unserer Kanzlerin, wohlgemerkt Angela Merkel, alles zu, sogar, anschnallen, die Weltherrschaft. Die Welt braucht eine starke Führung und wir denken, dass Angela Merkel die Person sein könnte, die all die Hindernisse aus dem Weg räumt. Glaub mir, Kollege, wir kennen die Frauen schon ein paar Tage länger. Nein. Die Person ist sie garantiert nicht. Unsere Kanzlerin ist, das stimmt, mit der größten deutschen Delegation aller Zeiten zu unserem neuen besten Freund China gereist. Warum auch nicht? Es ist doch ein ganz normales Land. Nur halt mit Arbeitslager. Ne? Fast alle Minister hat sie diesmal mitgenommen. Gut, Christina Schröder natürlich nicht. Warum auch? Ach ja, und Dirk Niebel, haben Sie gar nicht erst erzählt, dass Sie wegfahren? Hallo? Soll mich nicht grämen. Soll mich nicht grämen, der Dirk. Sehen wir es mal so, er hat doch Schwein gehabt, muss wenigstens nicht vor den Chinesen buckeln. Sich demütigen lassen für die blöde Euro-Rettung. Mann, Mann, Mann. Was ist denn eigentlich mit Menschenrechten? Oh, ich lese gerade. China hat 50 Airbus-Maschinen bestellt. Ey! Ja, nur die deutschen China-Korrespondenten, die versauen die gute Verkaufsstimmung. Die haben sich in einem offenen Brief an Merkel über die Drangsalierung durch die chinesische Polizei beschwert. Tina Hausten begleitet für uns die Kanzlerin in Peking. Tina, sind die Arbeitsbedingungen für deutsche Journalisten da wirklich so schlimm? Ach, Oliver, im Grunde ist es genauso wie bei uns auch. Es gibt halt Regeln. Man muss nur darauf achten, in seinen Reportagen bestimmte Worte zu vermeiden. Zum Beispiel das Wort Dissident. Sehen Sie? Das chinesische Informationsministerium hat extra eine Tabuliste mit verbotenen Worten herausgegeben. Oh, ich sehe gerade, das Wort Tabuliste steht ganz oben auf der Tabuliste. Hallo? Warum lassen wir uns das eigentlich gefallen von denen? Da muss die Merkel doch mal öffentlich und laut was zu sagen. Ich meine, es muss doch möglich sein, kritisch aus China zu berichten. Kritisch China, Merkel? Ja. Oliver, die Volksrepublik China ist ein wichtiger Wirtschaftspartner. Deutsche Firmen haben Joint Ventures mit chinesischen Partnern. Ja, die ihnen dann die Patente klauen. War das jetzt wegen Klauen? Nein, wegen Patente. Ach, die Chinesen glauben ja nicht an Patente. Entschuldigung. Mein Gott, darf man sich nicht mal bei euch entschuldigen? Sein blöder Zensurbuzzer ist kaputt. Ja. Ich hab keine Lust mehr. Tschüss. Was? Tatsächlich. Tschüss steht auch drauf. Dann eben auf Chinesisch. Zai Chien, Tina Hausten, meine Damen und Herren. Ja, ja, guck mal weiter. Chinesen. Ja, verehrte Zuschauer, unsere Kanzlerin Angela Merkel zurzeit in China hat sich,
ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen haben, hat sich über den Sommer ein völlig neues Image zugelegt, gekauft. Ja? So hat sie Südeuropa ja bis jetzt gesehen. Also als, ja, Entschuldigung, als strenge, etwas dominante Zuchtmeisterin. Aber seit neuestem ist sie Mutter Angela, der Engel der Armen, meine Damen und Herren. Gut, natürlich lässt sie in Griechenland knallhart weiter sparen, aber es tut ihr menschlich total leid. Das blutet einem schon das Herz, wenn man sieht, dass jetzt jedem griechischen Beamten und Angestellten da die Pensionen gekürzt werden. Die einfachen Leute müssen an vielen Stellen diese Dinge jetzt ausbaden und das ist extrem ärgerlich. Ja, ärgerlich. Machst du nichts dran. Ja. Ich bin ja nur die mächtigste Frau der Welt. Klar, statt bei Rentnern zu kürzen und Banken zu retten, könnte man es aus Spaß auch mal umgekehrt machen. Aber wie gesagt, es tut ihr ja leid. Ne? Und sie sagt ganz klar, ich will, dass Griechenland Teil des Euroraums bleibt. Und daran arbeite ich. Und ich kenne auch niemanden in den Regierungsfraktionen, der das nicht will. Ich kenne einen. Ja. Ja. Mindestens einen kenne ich. Alexander Dobrindt, oder wie seine Freunde ihn nennen, der Dobrindtenkacker. Notorische Nervensäge. Das ist jetzt nicht übertrieben. Von Beruf eigentlich Nervensäge, im Nebenberuf Generalsekretär der CSU. Wir sind mit Griechenland jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen und das heißt raus aus der Eurozone. Ja, Gegenvorschlag. Alexander, mich braucht kein Mensch. Dobrindt, raus aus der Regierungszone, meine Damen und Herren. CSU. Riesenfresse, aber im Bundestag sämtlichen Rettungsschirmen immer zustimmen. Sogar von Andrea Nahles müssen die sich schon beschimpfen lassen. Frau Merkel lässt den Stammtisch Kaspar Alexander Dobrindt hier laufen. Ja. Also, ich weiß, was ein Kasper ist, aber was zur Hölle ist ein Stammtisch? Man weiche ich nicht, meine Damen und Herren. Noch ein Jahr Wahlkampf in Bayern, noch ein ganzes Jahr Wahlkampf im Freistaat und die CSU läuft jetzt schon Amok. Hauptsache Aufmerksamkeit ist das Motto. Deshalb, nur deshalb, bremsen Dobrindt und Co. auch beim Thema Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe, wie sie auch genannt wird. Ach, hier. Naja. Die CSU hat gerade erst einen sehr schönen Film produziert, der ihr gesamtes Familienbild noch mal wunderbar auf den Punkt bringt. So etwas sollte eigentlich nicht vorkommen. Ja, so ist's richtig. Ah, ein gutes Gefühl. Ja, ich sage Ihnen, solange noch ein CSU-Politiker in diesem Land was zu sagen hat, wird kein Mann je am Bügelbrett stehen. Und vor allem, was vielleicht noch wichtiger ist, nie wird ein Mann für einen anderen Mann die Unterbuchse bügeln, meine Damen und Herren. Kann mir mal irgendjemand aus der Union erklären, was jetzt der große Unterschied sein soll zwischen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und unterschiedlich geschlechtlichen? Der Unterschied besteht eben darin, dass nur aus einer Verbindung zwischen Mann und Frau Kinder hervorkommen können. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja, das ist, ja, okay. Ja, ja, ja. Deswegen wäre die Frau mal beinahe Familienministerin geworden. Zum Thema CSU, Dauerstörfeuer aus München, hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht vom Fachmagazin Homo Bild. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Immer wenn der Seehofer Applaus von den Stammtischen braucht, schickt er seine kleine Handpuppe vor, den Dobrindt. Diesen farblosen Lurch mit der gigantischen Hornbrille. Wir brauchen keinen Ehegattensplitting für Homosexuelle. Ehe und Familie haben für die CSU einen besonderen Wert. Halt die Fresse! Ja klar, vor allem dem Seehofer ist Familie wahnsinnig wichtig. Deshalb hat er ja auch gleich mehrere Familien gegründet. Verdammte Heuchlerbande! Und an die CDU hab ich auch mal eine Frage. Wie lange wollt ihr euch das eigentlich noch gefallen lassen? Seit Jahrzehnten profilieren sich die verwarzten Bayern auf eurer Kosten. Habt ihr eigentlich gar keine Würde? Wenn die Ehefrau einen nur noch beschimpft und nie mehr
Frau hat dich doch rausgeschmissen. Ich hab gesagt, du sollst die Fresse halten. Griechenland, raus aus dem Euro. Ich mach dich fertig, du Jensenschend. Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. Ja. Schön, dass der Mann sich über die Ferien so entspannt hat. Das ganze Thema Homosexualität, Sie merken es, ist nach wie vor ein Minenfeld, gerade im bürgerlichen Lager, so modern die sich auch heutzutage geben. Martin Sonneborn hat für uns unter anderem im Freistaat Bayern nachgeforscht, ob Homophobie vielleicht doch heilbar ist. Ich besuche jetzt Norbert Geis, langjähriger rechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Thema Homo-Ehe. Und für dieses Thema muss man sich natürlich etwas hübsch machen. Also ich würde das so vorschlagen, dass Sie sagen, oder dass die Forderung dasteht, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, würde ich sagen, nicht homosexuell, kann man natürlich auch sagen, aber gleichgeschlechtlich ist der offizielle Termin. Homo-Ehe würde ich widersprechen, weil das keine Ehe ist. Ja. Aber wie können wir das am besten formulieren? Also, dass das nicht so, wie können wir das verkaufen? Die Bevölkerung sieht von sich aus doch den Unterschied einer Ehe, also die Verbindung von Mann und Frau. Und von Mann und Mann auf der anderen Seite. Die Verbindung von Mann und Frau und Frau. Das sieht doch die Bevölkerung, dass da ein Unterschied ist. Nach meiner Auffassung müssen wir eine stärkere öffentliche Auseinandersetzung suchen. Dass es jetzt dazu kommt, dass auch Männer heiraten können, das ist offenbar ja die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung, sonst wäre es nicht Gesetz geworden. Wie stehen Sie denn dazu? Ich finde das nicht gut. Ah, dann aber sind wir ja praktisch einer Meinung. Nein, aber genau. Ich würde meine Meinung... Da sind Sie ja CDU-Meinung. Natürlich, ich habe ja auch gesagt... Wir sind gegen die Gleichstellung. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas anderes als CDU gewählt. Aber ich schäme mich, wenn die CDU solche Reklame macht. Sie schauen so interessiert auf unser Plakat. Darf ich fragen, wie Sie zur Gleichstellung der Homo-Ehe stehen? Die sind falsch gepolt. Und zwar nicht unten, sondern oben im Gehirn. Das ist eine Kopfsache, genau. Und das haben wir von der CDU erkannt. Deswegen sind wir auch gegen die Gleichstellung, die steuerliche, von homosexuellen Paaren. Es ist korrekt, ja. Da sind Sie ja auch meine Partei. Also ich bin nicht dafür, ich bin da dagegen. Ja. Ja. Warum? Weil ich das finde, dass es nicht vom Herrgott so gewollt ist. Genau, der Schöpfer ist dagegen. Genau. Würden Sie hier unterschreiben? Ja. Homo hier, ohne mich. Genau, da unterschreibe ich gerne. Da ist ein Stift. Was finden Sie eigentlich perverser? Arschficken oder Ehegattensplitting? Ersteres. Schon mal Ehegatten gesplittet? Nee. Ist auch pervers. Ich habe da ganz andere Dinge, wo ich mich mit beschäftige. Was machen Sie? Töpfern, Ikebana, Sticken? Töpfern. Haben Sie schon mal einen Dödel getöpfert? Nee, habe ich ja nicht so ausgiebig. Bin ich ja auch nicht im Töpfern. Ich töpfe auch mal mit Leuten, aber... Ja, mehr so. Basen. Genau. Sowas eher. Also was Frauliches. Genau. Und es ist auch nicht in der Natur des Menschen. Zwei Viecher machen auch nicht das Gleiche. Außer sie sind Zwitter. Sag jetzt mal von der Natur aus, ja. Wenn man es so sieht. Die Christdemokraten brauchen sich keine Sorgen zu machen. Perversionen wie Sex mit Tieren, Ehegattensplitting oder Nekrophilie lehnt die Mehrheit der Deutschen Gott sei Dank ab. Und damit zurück in den Darkroom nach Köln. Martin Sonneborn, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für diesen erhellenden Beitrag. So. Ganz großes Thema diese Woche. Strom wird bald richtig teuer. Denn zur normalen Abzocke der Stromkonzerne, die wir uns längst gewöhnt haben, kommt jetzt noch die Energiewende. Da heißt es, sage ich Ihnen, Strom sparen, wo es nur geht. Per Messgerät notiert er den Verbrauch von Geräten, auch im Standby-Betrieb, und gibt am Ende Tipps, welche üblen Stromfresser vom Netz genommen werden sollten. Nicht der Spielautomat! Den braucht er doch, um das Geld für die Stromrechnung zu gewinnen, meine Damen und Herren. Aber gut, Spaß beiseite, jetzt mal Tacheles. Wie viel mehr müssen wir denn demnächst für Ökostrom zahlen? Wird jetzt also mehr Ökostrom eingespeist, dann steigt auch die EEG-Umlage. Wie hoch, darüber will der Umweltminister lieber nicht spekulieren. Dann warten wir einmal ab, wie die Zahlen im Herbst sein werden. Und dann wird der Umweltminister sich mit Vorschlägen für die nächsten 2, 3, 4 Jahre zu Wort melden. Ja, genau.
Einfach mal abwarten und dann wird sich der Herr Umweltminister, also moi, schon rechtzeitig bei Ihnen melden. Ja. Peter Altmaier, das Gesicht zur Energiewende, darf man wohl sagen. Die Firma Vattenfall prophezeit jedenfalls in dieser Woche, dass der Strom bald 30% teurer wird. Weil sie ihn nämlich teurer machen. Ja, und Peter Altmaier kann da als Minister auch gar nichts dran machen, denn der ist Wattwandern. Also es ist so, dass der Strick viel angenehmer ist, als ich eigentlich mir vorstellen konnte. Ja, danach sagte das Watt übrigens, Igitt, ich bin ja voller Altmaier. Ja. Leute, Leute, also so kann man doch nun wirklich keine vergurkte Energiewende verkaufen. Schleifen einem ja die Füße ein. Hier, so verkauft man das den doofen Bürgern. Viel weitergebracht bis jetzt als sein Vorgänger, aber er ist irgendwie süß. Der Altmaier, ein knuffiger Typ, wenn Sie mich fragen. Ja, wo wir gerade bei Altmaier sind, deutsche Politiker, die sehen eben nicht aus wie aus dem Manufaktum-Katalog ausgeschnitten. Nicht wie bei den Amis. Die US-Republikaner haben gerade diese Woche in Tampa, Florida, einen sprechenden Kleiderständer namens Mitt Romney zum Präsidentschaftskandidaten ernannt, einen steinreichen Mormonen. Hier knutscht er gerade eine seiner Ehefrauen. Gut, meine, sind wir ehrlich, den meisten Republikanern ist es eh völlig Schnurz, wer es macht. Hauptsache, er ist weiß und heißt nicht Obama. Schade nur, dass Mitt Romney ein Mann ist, dem, ja, ich muss schon sagen, wirklich jeder Hauch von Profil fehlt. Eigentlich bin ich nicht glücklich über beide Kandidaten. Zwischen Obama und Romney gibt es gar keinen großen Unterschied. Ja, die sind schon schwer auseinanderzuhalten, das stimmt. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Einer ist schwarz und einer ist dumm, mehr sage ich nicht. Romneys Partei wird jedenfalls immer, immer radikaler. Dieser Kongressabgeordnete zum Beispiel ist strikt gegen Abtreibung, selbst nach einer Vergewaltigung. Denn... Soweit ich die Ärzte verstanden habe, hat der weibliche Körper bei wirklichen Vergewaltigungen Möglichkeiten, das Ganze abzustellen. Richtig. So habe ich die Ärzte auch verstanden, meine Damen und Herren. Wenn eine Frau schwanger wird, dann hat sie offensichtlich Spaß gemacht. Guck, guck. Ja, diese Republikaner, man hat den Taliban doch viel Unrecht getan. So. Ja, Sie merken vielleicht... Sie merken und... Wir stellen fest, Romneys Republikaner rücken weit nach rechts. Wir schalten jetzt mal live nach Tampa, Florida, zu Albrecht Humboldt, unserem Experten für spießige Ideologien von Anno Dunnemals. Albrecht, ist Amerika auf dem Weg zurück in die 50er Jahre? Ja, und ich sage Gott sei Dank. Was wir hier erleben, Oliver, ist nichts weniger als die Rückkehr zu echten konservativen Werten. Sauberkeit, Anstand, Enthaltsamkeit. Das ist doch Quatsch. Die Republikaner wollen einfach die Stimmen von alten weißen Rentnern, das ist alles. Natürlich. Wir sind ja so wahnsinnig modern und cool. Hm? Respekt, sich waschen, Jesus, das brauchen wir alles nicht, ne? Ich bin als junger Mensch verlacht worden, weil ich die ersten 20 Jahre enthaltsam gelebt habe. Gut, 25. 28, ist ja auch egal. Es hat mir nicht geschadet. Hm. Ja. Wenn wir Ihr trauriges Sexleben einfach mal beiseite lassen, Albrecht. Was ich nicht verstehe, warum wählt die weiße Mittelschicht in den USA Mitt Romney, ein Multimillionär, der praktisch keine Steuern zahlt? Ekelhafte deutsche Neidkultur. Hier sind die Konservativen wenigstens noch konservativ. Nicht wie bei uns. Hier mal ein bisschen Mindestlohn, da mal ein bisschen Homo-Ehe. Das ist nicht zu ertragen. Hey, wissen Sie was? Ich bleib hier. Ja, da können Sie mich noch so lange bitten, zurückzukommen. Mach ich gar nicht.
Ja, ja, betteln Sie nur. Ich bleib trotzdem hier. Ja, ist gut. Aber Sie finden das völlig in Ordnung, dass die Republikaner jetzt das Wahlrecht ändern, um Minderheiten und Arme von der Wahlurne fernzuhalten. Das ist okay. Ja gut, das kann man erklären. Wissen Sie, Oliver, Arme sind oft sehr verbitterte Menschen. Die wählen nicht gerne Reiche. Ja, super. Mit anderen Worten, wenn es ganz dumm läuft, verwandeln sich die USA in so eine latent rassistische Diktatur, in der eine Handvoll Superreiche die Regeln macht. Bitte, haben wir es nicht ein bisschen kleiner, Oliver? Ist es schon eine Diktatur, wenn nicht jeder Arbeitslose mitreden darf? Ist man jetzt schon Rassist, nur weil man keine Neger-Rap-Musik hört? Hm? Oh, Buddy Holly, da leg ich doch mal schnell eine Kesse Sohle aufs Parkett. Herrgott, jetzt fassen Sie die Frau doch wenigstens mal an. Geht nicht, dann muss ich die ja heiraten. Das ist viel besser als Sex. Woher wollen Sie das wissen? Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren, vielen Dank. Vergessen wir die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn Sie Romney wählen, sind Sie selber schuld. Reden wir über Deutschland. In dieser Woche ist nämlich in Deutschland etwas Ungeheuerliches passiert. Es hat sich eine, ich mag das gar nicht aussprechen, das Wort, es hat sich eine Opposition gegen Angela Merkel gebildet, meine Damen und Herren. Und diese Opposition besteht aus insgesamt einer Person, meine Damen und Herren, aus dieser Frau. Gertrud Höhler. Der Beweis, dass die Haare nach dem Tod tatsächlich weiterwachsen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Ich bin nur neidisch, weil sie so schlank ist. Wirklich nicht. Nein, Gertrud Höhler war vor 1000 Jahren, glaube ich mal, Professorin in Paderborn, hat angeblich Helmut Kohl beraten, wovon der wahrscheinlich gar nichts mehr weiß, und hat ein Buch geschrieben. Die Patin, wie Angela Merkel Deutschland umbaut, erschienen im Sommerloch Verlag. Riesenandrang. Riesenandrang wirklich bei ihrer Buchpräsentation. Und jetzt achten Sie gleich mal auf Frau Höhlers Blick am Ende. Wir hatten den Raum vor 2 Monaten gebucht und hatten gedacht, naja, wir nehmen einen Raum für 20 Personen, damit nicht so peinlich wird, wenn nur 5 kommen. Ja, die Moderatorin wurde kurz danach tot auf dem Damenklo gefunden. Und die Kernthese von Frau Höhlers Buch lautet, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, aber sie lautet tatsächlich, Angela Merkel träumt von der bundesweiten Wiedereinführung der DDR. Kann Höhler diese doch, ja, etwas gewagte These irgendwie belegen? Fast. Ist sie eine Demokratin? Und dann frage ich weiter, wissen wir das genau? Wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht genau. Genial, oder? Mit der Methode kannst du jeden Scheiß in die Welt setzen. Ja, wäre Oliver Welke nicht der viel bessere Moderator für Wetten, dass? Wir wissen es nicht genau, mein Mann. Ich frag ja nur. Ich habe nur gefragt. Ne? Gehört Gertrud Höhler in die Klapse? Wir wissen es nicht genau, meine Damen und Herren. Wir empfehlen es nur. Frau Höhler, nein, jetzt mal im Ernst. Frau Höhler sagt ganz klar, sie habe nichts gegen Merkel persönlich. Wobei, müssen wir dazu sagen, erster Arbeitstitel des Buches war ja Die dumme Ostschnalle. Untertitel, warum ist sie erfolgreich und ich nicht, meine Damen und Herren. Lauschen wir vielleicht noch einmal der leidenschaftlich verbitterten Autorin. Frau Merkel bringt eine Coolness mit. Sie bringt eine Wertneutralität mit, eine Leidenschaftslosigkeit, die vielen Westbürgern fremd war. Ja, exakt. Ossis sind wahnsinnig leidenschaftslos. Ne? Im Gegensatz zu uns funky Westdeutschen, meine Damen und Herren. Ne? Uns musste man ja mit Waffengewalt davon abhalten, den ganzen Tag Samba zu tanzen. Bei mir zu Hause in Ostwestfalen. Ja. Ja, hier, so geht westdeutsche Lebensfreude. Gertrud Höhler beantwortet geduldig die Fragen zu ihrem Buch. Ist dieses Buch eine Warnung vor der Wiederwahl Angela Merkels? Moment mal. Was war das jetzt für ein Satz? Nochmal, der Satz steht nicht im Buch. Muss ich das jetzt alles wiederholen? Es gibt diese Fehde nicht. Es gibt sie nicht. Ich schreibe die Passage nicht um. Habe ich nicht gesagt. Wie kommen Sie darauf? Nein. Wenn Sie das brauchen, bitte sehr. Ich hau euch in die Fresse, ey. Ja, herzlich willkommen, 6. Stunde Deutsch bei Frau Höhler. Ja, die übrigens den autoritären Führungsstil der Kanzlerin beklagt, weil ihr selber alles Autoritäre so fremd ist, meine Damen und Herren.
Mensch, Gertrud, lächel doch einfach mal. Geht doch. So. Geht doch. Liebe Zuschauer, ich will nicht angeben, aber im Gegensatz zur deutschen Fußballnationalmannschaft habe ich in diesem Sommer einen Titel geholt. Deutschlands faulster Moderator. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Bin ich auch stolz drauf. Deutschlands faulster Moderator, habe ich irgendwo im Internet gelesen. 3 Monate Sommerpause. Praktisch keine Nachrichten geguckt, nichts gelesen. Musste ich auch gar nicht, weil ich wusste, eine der wohl besten 400-Euro-Kräfte, die diese Redaktion beschäftigt, hält für mich Wache. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Christian Ehring. Oh, guck mal. Unser gemütlicher Sommersichtraum. Das ist ja herrlich. Schön haben Sie es hier, Christian. Ach ja, ach, Mensch, Sie sehen ja furchtbar aus. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt haben Sie völlig blass. Waren Sie die 3 Monate gar nicht vor der Tür, oder was? Ja, sehr witzig, Oliver. Ja, ich sehr weiß. Witzig. Ich weiß. Aber jetzt erzählen Sie doch mal, alter miese Peter. Was habe ich denn verpasst am Strand? Fangen wir vielleicht mal mit den guten Nachrichten an. Aber gern. Bitte. Im August waren 2,905 Menschen arbeitslos. Ja, Sie lachen. Aber ich sag mal, für die Betroffenen 2,905 Arbeitslosen ist das nicht komisch. Sonst noch irgendwas Wichtiges? Ja, ich meine, so viel ist ja nicht passiert. Ach ja, am 3. August war Philipp Rösler mal Kurzkanzler. Was? Ja, weil die Merkel Urlaub hatte, durfte er mal als Vizekanzler eine Kabinettssitzung leiten. Ist trotzdem unverantwortlich. Hallo. Wurde denn irgendwas Wichtiges entschieden? Es ging um Landärztemangel und um die Freigabe innerdeutscher Fernbuslinien. Ich meine, hallo, die lassen doch den Rösler keine wichtige Sitzung leiten. Stimmt, das wäre, als würde man Sie die Heute-Show moderieren lassen. Sag's mal, und haben denn die anderen, also ich sag mal, die richtigen Politiker, haben die den Rösler ernst genommen als Aushilfskanzler? Ja, ich sag mal, fast. Es hat sich gut angefühlt. Ich fand amüsant, dass heute Philipp eine neue Brille hatte. Ich dachte, ui, neues Image, aber nein. Es ging eigentlich nur darum, dass die alte kaputt gegangen war und er die Ersatzbrille genommen hat. Es war eine gute Kabinettssitzung. Der Kleine hat eine neue Brille. Toll. Ja. War er ganz stolz. Ist immer ein gutes Zeichen, wenn nach so einer Sitzung das Wichtigste die neue Brille war, sag ich mal. Aber sie redet wirklich über Rösler, als hätte sie ihn gerade aus der Kita abgeholt, oder? Hier. Was ist denn jetzt mit unseren Freunden von der SPD? Haben die inzwischen endlich ihren Kanzlerkandidaten gefunden? Nein, immer noch nicht. Wer 2013 gegen Merkel verlieren darf, das ist immer noch nicht klar. Hm. Aber Sigmar Gabriel hat schon mal versucht, sich bei weiblichen Wählern einzuschleimen. Er war, Achtung, in der Babypause. Wie jetzt? Der hat sich nur noch ums Baby gekümmert, oder was? Ja klar, wir reden von Sigmar Gabriel. Wenn er mal 10 Minuten kein Interview gibt, dann stirbt er. Ja. Nein, nein, er hat natürlich alles gemacht wie immer und zwischendurch sowas hier getwittert. Mariechen ist abgefüttert, der Kaffee ist da, also kann's losgehen. Ehrlich wäre gewesen, habe eben die Nanny beobachtet, wie sie Mariechen abfüttert und dabei ein Bier getrunken. Wieso? Ist doch süß. Ich nehme den Mann das ab. Ich stelle mir das vor, wie der da zu Hause sitzt mit dem Kind auf dem Schoß und mit dem Hipgläschen und denkt, Kartoffelmöhre. Mhm. Ja, natürlich, ein Löffelchen für Papa. Noch ein Löffelchen für Papa. Und noch ein Löffelchen für Papa. Trotzdem, seine Beliebtheitswerte sind immer noch im Keller. Schade. Aber sagen Sie mal, stimmt das, was ich gerüchteweise am Strand aufgeschnappt habe? Hat der Bundestag heimlich und still und leise ein neues Meldegesetz verabschiedet? Ja, ja, das stimmt. Und ulkigerweise, stellen Sie sich vor, fand die Abstimmung genau während des Halbfinales Deutschland-Italien statt. Was? Ja, jetzt dürfen Bürgerdaten von den Meldeämtern an Werbekunden verkauft werden. Bitte? Hat denn da keiner dagegen gestimmt? Was weiß ich, die Grünen zum Beispiel? Das war schwierig, weil... Natürlich waren wir da, Entschuldigung. Natürlich, wir haben geredet, wir haben abgestimmt, wir haben... Ich war persönlich nicht da, weil ich sozusagen mir das Fußballspiel angeguckt habe. Entschuldigung! Entschuldigung! Entschuldigung mal! Ne? Weil ich sozusagen das Fußballspiel geguckt habe. Und weil ich sozusagen keinen Bock auf Arbeit habe. Entschuldigung. Der wird also zufällig während des Halbfinales abgestimmt. Ja, rein zufällig. Überhaupt Zufälle lagen voll im Trend diesen Sommer. Christian Wulffs Ehrensold wurde zufällig um 18.000 Euro erhöht.
Echt jetzt? Ja, ja, ja. Und, ach ja, Russland ist jetzt ganz offiziell wieder Diktatur. Da wurde die harmlose Punkband Pussy Riot wegen eines Anti-Putin-Auftritts in einer Kirche zu 2 Jahren Arbeitslager verurteilt. Na gut, das fordere ich für die Toten Hosen schon seit Jahren, aber... Ja, aber es ist ein völlig überzogenes Urteil, gar keine Frage. Nur durch diesen Gerichtsprozess, das ist interessant, fiel auf einmal in allen deutschen Nachrichtensendungen völlig selbstverständlich und dauernd der Begriff Pussy. Pussy Riot. Pussy Riot. Pussy Riot. Pussy Riot. Pussy Riot. Pussy. 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 Pussys, 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 allein spazieren Pussy-Freunde. Der Typ am Ende, war das Klaus Kleber? Ja, 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 ja. Trägt jetzt Bart. Ah, cool. Steht ihm. Was ich mich die ganze Zeit frage, was genau heißt Pussy Riot eigentlich? Gute Frage. Volker Kauder hat das Wort gerade noch mal in einem anderen Zusammenhang erklärt. Wir werden uns am Mittwoch mit den Fraktionsvorsitzenden aller im Bundestag vertretenen Fraktionen noch einmal unterhalten. Verstehe. Also, verstehe. Es stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Fraktionsfotzen stimmt nicht ganz. Eigentlich heißt Pussy Riot natürlich Fraktionsfotzen Aufstand. Ja, ja, ja. Aber das Wort Aufstand war Kauder zu unanständig. Das verstehe ich. Ja, Mensch, prima, Christian. Da bin ich ja erstmal wieder auf dem Laufen und sage vielen Dank. Das war toll. Darf ich jetzt raus? Ja, im Grunde ja. Ah, Sie müssten für mich nur noch ganz kurz, es ist schnell gemacht, die Urabstimmung zum Parteiprogramm der niedersächsischen Piraten durchsichten. Aber dann wäre wirklich Feierabend. Piraten? Ja. Das ja? Ist, bei den Idioten darf jeder reden. Das können Sie doch nicht machen. Ah, wenn Sie gleich anfangen, dann sind Sie locker zu den Weihnachtsferien fertig. Christian Ehrig, meine Damen und Herren, vielen Dank. Christian Ehring, die treue Seele. Ja, Pussy Riot hin oder her, Putin bleibt trotzdem unser Freund. Überhaupt habe ich ja festgestellt, wir haben ja auch schon über China gesprochen, Deutschland hat mittlerweile ein, wie ich finde, angenehm entspanntes Verhältnis zu Diktaturen. Aktuelles Beispiel, Weißrussland, gerade rausgekommen, unsere deutsche Polizei hat Herrn Lukaschenkos Polizei ausgebildet und wir haben ihnen Schlagstöcke geliefert. Hier ein Schulungsvideo. Wenn da so ein Demonstrant kommt, dann muss der deutsche Polizist dem Kollegen erstmal das Prinzip Schlagstock erklären. Nein. So ist es richtig. Ja. Ja. Deutsches Know-how, unbezahlbar, meine Damen und Herren. Völlig unbezahlbar. Und wo man helfen kann, da soll man es machen. Ja. Und dann gab es diese Woche noch ein eher trauriges Jubiläum, ein wirklich trauriges Jubiläum, nämlich 20 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Viele TV-Beiträge haben daran erinnert und nur mal so als Insider-Tipp und als vor allem wichtiger Tipp an alle Moderatoren, unmittelbar nach so einem eher betroffen machenden Beitrag sollte man versuchen, einen möglichst würdevollen Eindruck zu machen. 8 Randalierer wurden festgenommen. Eine 4-stündige Straßenschlacht. Genau so, das war die heute schon, meine Damen und Herren. Jetzt kommt Aspekte, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen.